Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu The Binding of Isaac, FDB, The Deplosion ist auch noch hinten dran. In der letzten Folge haben wir die Apulse Fool Challenge erfolgreich abgeschlossen. Ich glaube beim dritten Versuch, naja zweiter eigentlich, aber es waren drei bis, ja, also ihr wisst schon Bescheid. Wir haben es auf jeden Fall geschafft und haben jetzt mit Maggie von Anfang an die Speed-Up-Pille, was sehr schön ist. Und ihr seht schon, ich habe gerade Mods drin. Das sieht man daran, dass die jetzt hier halt alle ein bisschen anders aussehen als normal, zumindest die Schrift darunter. Und das liegt daran, dass wir heute nämlich, hier, ich habe mal ein paar Mods aktiviert, alle, die ich so hatte. Das heißt, ihr könnt jetzt auch mal sehen, welche ich so coole hatte. Vor allem Mustachtro ist sehr toll. Vielleicht wisst ihr schon, um was es da geht, aber wir werden es bestimmt auch gleich in den Mann sehen. Auf jeden Fall werden wir heute eine Custom-Challenge machen. Eine Custom-Challenge. Und da fällt mir gerade auf, dass ich etwas nicht geöffnet habe. So, jetzt ist es offen. Ja, toll. So, und in dieser Custom Challenge, die war von AirTech Neo. Und in der Custom Challenge geht es darum, da AirTech Neo steht da nochmal schön, dass ich starte mit Pyromaniac Sojamilch, dem 2020 Item, The Inner Eye, Mutant Spider, Firemind, das Ouija Board und Proptosis. Dazu hat er noch geschrieben, dass ein paar Items, dass ich die nicht einsammeln darf, wie zum Beispiel Brimston, Mom's Knife, Dr. Fetus, Epic Fetus, Cursed Eye, Lost Contact, Rubber Cement, A Lump of Coal, Anti-Gravity und Ludovico Technik und Ipecac darf ich auch nicht mitnehmen. So, das sind sehr viele Items, die ich nicht mitnehmen darf. Ich hoffe, ich kriege das hin im One, dass ich daran denke. Ich gucke einfach bei allem, was so relativ OP ist, dass ich das nicht habe. Die Challenge heißt Pyroman, beziehungsweise Pyromane. Und es geht darum, dass man halt einen Flammenwerfer allgemein hat. Dazu darf ich nur drei rote Herzen und drei blaue Herzen haben. Mehr darf ich nicht haben. Die habe ich auch schon von Anfang an. Und ja, durch die Sojamilch haben wir halt... Wir schießen sehr, sehr schnell, haben aber eine nicht so wirklich große Reichweite. Und wir dürfen nur Items mitnehmen, die rot, schwarz, weiß oder graue Farbe in sich drin haben. So, genau, das ist die Challenge und wir müssen auf jeden Fall bis zu dem Blue Baby kommen und wir gucken einfach mal, oh, ob wir das hinbekommen. Da habe ich schon mal mein erstes Leben verloren, richtig gut. So, genau, das heißt alles über, ich darf kein Lebensupgrade zum Beispiel mitnehmen, es sei denn, ich habe davor einen Devil Deal mitgenommen, weil ich darf nicht mehr als diese 6 Leben haben, die ich jetzt gerade da habe. So, Spelunker hat, oh, ich habe gar nicht drauf geachtet, aber da war Grau drin, also Grau darf ich mitnehmen. Genau, und dazu haben wir halt noch Pyromaniac, das heißt, wir kriegen keinen Schaden, wenn wir die Gegner so treffen. Und ich glaube, wir werden den meisten Schaden tatsächlich dadurch machen, dass wir die Gegner halt anfeuern. Dadurch dieses Feuer werden wir wahrscheinlich am meisten Schaden machen. Ja, ansonsten durch die Explosion, die wir den Gegner zufügen, kriegen wir ja selber keinen Schaden, da wir Pyromaniac haben. Wir heilen uns sogar dadurch noch. Aber ja, deswegen sollten wir eventuell auch keine Devil Deals annehmen, weil solange wir noch rote Leben haben, werden wir uns auf jeden Fall heilen können. Ja, die Challenge ist aber soweit, also sie klang sehr interessant. Ich habe noch zumindest zwei weitere Challenges mir schon mal gemerkt, schon mal aufgeschrieben. Also da kommen jetzt in nächster Zeit erstmal ein paar mehr. So, haben wir auch unsere 6 Leben wieder voll, das ist doch alles schön. Was ist das denn hier für ein komischer Raum? Einfach so ein gerader Weg zum Boss, okay, sehr interessant. Wir gehen auf jeden Fall nochmal in den Geheimraum. In dem wir was drin haben? Richtig, gar nichts, ja toll. Okay, zumindest eine Münze, wir könnten eigentlich... Wir haben zwar genug Bomben, aber wir machen das mal ein bisschen ökonomisch hier. Blapp. Okay, ein Trinket. Dürfen wir Trinkets mitnehmen? Also in dem Trinket ist auf jeden Fall was Weißes drin, von daher denke ich mal, das ist okay. Und er hat eigentlich auch nur von... Oh ne, der ist grün, ne? Grün dürfen wir nicht mitnehmen. Warte mal, ich muss mal kurz gucken. Oder zählt das als schwarz? Guck mal, im Mund ist nämlich zum Beispiel was Schwarzes drin. Ich gehe einfach mal davon aus, dass... die äußere Umrandung, die schwarze Umrandung, nicht dazu beiträgt mit dem Schwarz. Aber die Augen sind zum Beispiel auch schwarz. Ich weiß jetzt nicht, ob der als schwarz gilt oder nicht. Ich nehm ihn lieber nicht mit. Also ich benutze ihn nicht. Sobald ich ein anderes Space-Item einsetze, werde ich den wieder wegpacken. Und dann ist das bestimmt alles noch regelkonform. Auf jeden Fall finde ich diese Challenge bisher sehr witzig. Warte, da ist Pink drin. Das heißt, ich darf das nicht mitnehmen. Diese Striche da drin, die zählen ja wohl nicht als schwarz, oder? Und es ist auch nicht weiß, es ist eher pink. Ne, ich lasse es da. Dürfen wir nicht mitnehmen. Denn nur rot, schwarz, weiß und grau. Und das war auch kein Rot, das war pink, wie gesagt. Pink ist zwar eine Art Rot, aber kein richtiges Rot. Nee, also ich halte mich da schon dran an, aua, an die Regeln. Wenn ihr macht die Regeln, oh, wieso, hä, das habe ich jetzt nicht verstanden. Warum sind die Bomben, die Trollbomben jetzt plötzlich zu richtigen Bomben geworden? Sehr komisch, egal.
Also wenn ihr die Regel macht, dann halte ich mich da natürlich auch dran. Ich habe auch schon... Wow. Zum Beispiel noch eine andere, wo ich auf jeden Fall bis zum... Oh, scheiße. Bis zum Megasatan gehen muss. Da habe ich nämlich von Anfang an dann gleich die beiden Schlüsselstücke. Das wird bestimmt auch sehr interessant. So. Oh nein. Kiste. Oh, okay. Gerade noch erreicht. Warte. Nein. Okay, die Bomben verändern sich wieder zu normalen Bomben. Machen sie das, wenn ich sie berühre? Oder wieso ist das so? Das verstehe ich gerade wieder nicht. Warum werden die Bomben zu nicht mehr Trollbomben? Ich verstehe das nicht. Was ist hier los? Und unser Space-Item dürfen wir auch nicht einsetzen. Und wir haben nur noch 4 Leben. Von den 6, die wir haben dürfen. Fuck, uns geht's gar nicht mal so gut. Hallo, hier kriegst du ein bisschen Geld von mir. Das ist doch schön, oder? So ein bisschen Geld für einen Bettler. Komm, gib mir was Schönes. Danke. Oh, ja, grau. Da ist grau drin. Das könnt ihr mir nicht erzählen, dass da kein grau drin ist. Das ist mindestens grau, wenn nicht sogar weiß. Naja, eher grau. Also das Fragezeichen ist auf jeden Fall grau. Das heißt, das darf ich mitnehmen. Fuck, da muss ich echt drauf achten, ne? Mit diesen Farben. Das ist ja echt nicht so leicht. Da muss ich bei jedem Item erstmal gucken. Und ich muss auch gucken, ob ich hier... Guck mal, wenn wir zum Beispiel Krampus bekommen, dann dürfen wir da Lump of Coal auch nicht mitnehmen. Das steht nämlich zum Beispiel auch mit drin. So, das Herz dürfen wir auf jeden Fall aber mitnehmen. Das ist kein Problem. Oh Gott. Und ja, falls ihr auch irgendwie noch weitere Custom Challenges habt, dann könnt ihr mir die gerne in die Kommentare schreiben. Ich gucke dann, ob die überhaupt machbar sind oder ob die sich witzig anhören. Und dann würde ich die auf jeden Fall auch mal machen, wenn sich die denn gut anhören. Aber auf jeden Fall freue ich mich sowieso über jeden Kommentar, den ihr schreibt, Leute. Über jeden. Ich lese auch tatsächlich jeden durch. Ich antworte zwar nicht auf jeden, aber bestimmt auf 80%. Ich meine, wenn da jetzt so irgendwie jemand Erster schreibt oder sowas, dann antworte ich dem auch meistens. Aber da muss man, glaube ich, nicht antworten, oder? Und ansonsten würde es mich mega freuen, wenn ihr mal untereinander irgendwie ein bisschen schreiben könntet. Das passiert unter meinen Zuschauern relativ selten. Also ich kriege relativ gut Kommentare, finde ich. Also da schon mal ein großes Dankeschön an euch. Nämlich, doch, können wir eigentlich mitnehmen. Ist auch grau drin. Der Turm ist grau, wir dürfen das mitnehmen. Curse of the Tower gibt uns ein paar Bomben, wenn wir getroffen werden. Das ist doch schön. Ja, aber ich fände es halt noch sehr, sehr cool, wenn ihr untereinander schreiben könntet. Das gefällt mir immer sehr gut, wenn das mal jemand macht. So, wir tauschen mal unser komisches Ding, das wir eh nicht einsetzen dürfen, gegen The Jar aus. Ich glaube, The Jar hat einfach nur rote Herzen beinhaltet, ne? Irgendwie sowas war das doch. Naja, wir werden auf jeden Fall nicht sehr viel Schaden machen, außer halt durch die Explosion und das ganze Feuer. Das ist unser Schaden. Das wird später halt noch anstrengend. Das kann später echt noch sehr, sehr blöd werden. Vor allem bei den Bossen. Bei den späteren Bossen vor allem. Vor allem, wir müssen halt bis zum Blue Baby. Oh, Blue Baby wird auch blöd. Wollen wir zu Hush gehen, ist die Frage. Wenn wir das in der Zeit schaffen, dann können wir das eigentlich machen. Ich meine, stark genug, oh, sind wir eigentlich. Durch die ganzen Bomben kann er sowieso nichts anhaben. Guck mal, die ganzen Bomben, die er hier hinpackt, die werden einfach zu richtigen Bomben. Ich verstehe nicht ganz wieso. Ob das jetzt das neue Pyromaniac macht, aber okay. Hä, voll witzig. Dann haben wir ja quasi unendlich Bomben. Dann kann ich ja die auch eigentlich ein bisschen einsetzen hier. Ich treffe zwar nicht gut damit, aber egal. Darf man eigentlich... Nee, darf man nicht berühren. Okay, das wollte ich nur mal wissen. Die werden auch alle zu richtigen Bomben. Wie witzig ist das denn? Wir kriegen einfach unendlich Bomben. Wenn wir einmal getroffen werden, kriegen wir einfach 10 Bomben oder so. Oh, shit. Okay, ich darf eigentlich keine schwarzen Herzen mitnehmen, sondern nur blaue. Oder? Na, 3 Herzcontainer und 3 normale. So. 4 Shot nehmen wir auf jeden Fall mit. Das andere schwarze Herz dürfen wir nicht mitnehmen, weil wir nur höchstens 3 Seelenherzen mitnehmen dürfen. Keine weiteren. Nur 3 und 3 rote Herzen. So steht's in der Challenge und ich halte mich dran. So, jetzt haben wir auch noch geile 4 Shots. Okay, warte, den Schlüssel nehmen wir nochmal kurz mit. Die Bomben brauchen wir jetzt wirklich so überhaupt nicht. Und ich hoffe, wir kriegen noch ein Monstro. Ein Monstro wäre cool, dann könnte ich nämlich mal so einen neuen Mob zeigen. Oder diese Stonies, die sollten sich auch verändert haben. Mal gucken, vielleicht finden wir ja noch irgendwie einen. Irgendwas, was sich verändert hat. Aber ihr seht schon, der hat auf der linken Seite, hat zumindest schon mal Farbe. Das geht halt nur mit so einer Mod leider. Inzwischen. Und da ich im normalen Eisereck, wo ich was freischalten möchte und kann, keine Mods aktiviert haben darf, weil ich sonst keine Errungenschaften freischalte, ist das echt blöd. Okay, Ich lasse die Bomben mal da, ich brauche die nicht. Oh Gott, wie viele Dinger hier sind. Die sind alle so tanky. Oh Gott. Also diese Pilze sind echt... Ich glaube, ich habe auch neue Pilze. Die sehen jetzt ein bisschen mehr aus wie die von Mario.
glaube ich fast. Ist das so? Wahrscheinlich schon. Aber ich hoffe, wir kriegen noch so einen Steinmensch. Ich möchte sehen, wie die neu aussehen. Ich habe nämlich noch nicht alle Mods gesehen, die ich so installiert habe. Aber das mit den Mods ist richtig cool gelöst, weil man kann das jetzt alles aus diesem Steam Workshop runterladen. Das ist auf jeden Fall sehr viel einfacher als vorher. Also dafür lohnt sich Afterverse Plus schon irgendwie. Aber für alles andere dann eher doch nicht. Aber diese ganzen Bomben hier. Geheimraum brauchen wir auch nicht. Ich setze mir mal als Ziel, dass wir irgendwie zu Zahash kommen. Auch wenn wir Zahash wahrscheinlich nicht besiegen mit so wenig Leben, mit nur 6 Leben. Aber vielleicht kommen wir ja sogar zu Zahash. Das wäre doch mal cool. Oh Gott, wie kriegt der denn? Mach nochmal, warte. Mach nochmal. Guck mal, die brennen auch. Oh Mann, ich wollte ihn nochmal hören. Kann ich das jetzt eigentlich mitnehmen? Ja, okay. Also wir können auf jeden Fall rote Herzensdorn in unserem Jar of Hearts. Das war schon mal ganz cool. Aber, oh Gott. Alle tot? Alle tot. Daggers ist ganz cool. Können wir uns auf jeden Fall unsere blauen Herzen wiederholen? So, was haben wir hier sonst noch? Jera, was ist denn das? Change, change. Und Hanged Man. Okay, nehmen wir eine Pertro-Dings hier mit, eine Pertro-Rune. Und wenn wir jetzt irgendein Item bekommen, das weder rot noch schwarz noch weiß noch grau ist, dann können wir es einfach rerollen. Ist doch auch ganz nett. Oh. Ist das grau da in der Mitte? Ne, ist wieder so pink, ne? Dürfen wir also nicht mitnehmen. Können wir allerdings rerollen? Wie gesagt, das machen wir jetzt einfach mal. Komm hier. Pertro! Ist wahrscheinlich richtig dumm, das dürfen wir mitnehmen. Da ist auf jeden Fall schwarz drin. So. Okay, ist doch ganz nett. Wir hätten natürlich auch einen Devil Deal einfach mitnehmen können. Da hat mir auch schon jemand eine Challenge geschickt, dass ich keine Devil Deals mitnehmen darf, sondern nur Angel Deals. Weil ich anscheinend so... Oh, da doch rot. Rot darf ich auf jeden Fall auch mitnehmen. Weil ich so geil auf Devil Deals bin, hat er gemeint. Dass ich nur Angel Deals mitnehmen darf und dann auch Ende beim Mega-Satan. Ich soll alles dafür tun, dass ich Angel Deals bekomme und darf keine Devil Deals mitnehmen. Und auch keine Items aus dem Devil Deal. So stand das da drin. Okay, aber diese Challenge ist irgendwie nicht ganz so schwer, weil wenn ich die Gegner treffe und explodiere, dann kriege ich auf jeden Fall auch ein rotes Herz wieder. Okay, wisst ihr was? Wir machen das jetzt so. Wir werden uns ganz viele rote Herzen farmen in unserem Jar. Dann werden wir versuchen, zu Zahash zu kommen, weil zu Zahash möchte ich irgendwie kommen. Und wenn wir dann bei Zahash sind und wirklich es so weit kommen sollte, dass wir richtig viele Leben verlieren, ja, ist grau. An den Seiten ist grau. Das dürfen wir auf jeden Fall mitnehmen. Dann können wir es auf jeden Fall heilen. Ganz, ganz doll. Mit unserem Jar-Ding. So, und natürlich auch mit unseren Explosionen und allem möglichen Kram hier. Oh Gott. Ich fände es natürlich noch cooler, wenn unsere ganzen Bomben hier explodieren würden. Tun sie aber nicht. Ist echt nicht so cool. Aber passt schon. So, hier einmal Geheimraum. Was haben wir hier? Wir haben eine Kiste. Miet, Geld. Geld nehme ich gerne Miet. Die Bombe hätten wir eigentlich sparen können, aber wir haben sowieso viel zu viele Bomben. Herzen nehmen wir natürlich auch alle mit, sonst funktioniert unser geiler Plan mit Zahash nicht. So, vielen Dank, Chubby Chup Chup. Chubby Chubby Chup Chup Chubby Chup Chup Chup. Also Pyromaniac, oh, Pyromaniac macht uns tatsächlich ein bisschen zu OP, oder? So ein bisschen. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich finde, Pyromaniac macht das ein bisschen zu OP. Aber sonst könnte man halt gar nicht an die Gegner ran, oder? Ohne sich selbst zu schaden mit diesen Explosionen. Ha. Ist eine gute Frage. So, was haben wir hier? Dürfen... Doch, da ist sogar grau drin. Dürften wir mitnehmen. Allerdings würde uns das weiße Herzen geben. Und wenn wir ein Leben mehr haben, dann wäre das falsch. Dann wäre das falsch. Dann dürfen wir das nicht. Dann hätten wir zu viele rote Herzen. Das ist illegal, Leute. Illegal ist das. So, und wir sind ja ein legaler Typ. So, okay, wir dürfen aber... Da ist auf jeden Fall auch schwarz drin. Dann holen wir uns noch das blaue Herzchen. Und dann geht es uns, glaube ich, ganz gut. Das nehmen wir auch nochmal. Warum nicht? Weiße Herz dürfen wir nicht mitnehmen. Und hallo, Gördi! Oh, interessanter Raum. Interessant, Gördi. Du bist sehr interessant. Du bist sehr interessant. Wow, bitte, bitte erzähl mir mehr von dir. Wie bist du so fett geworden? Oh, du bist schon tot. Toll. Doch, das... Ja, zählt das als grau? Das über dem Weißen ist ja grau. Über dem Gelben. Aber zählt eigentlich nicht wirklich als grau, ne? Aber ich komme da sonst nicht dran vorbei. Oder hatten wir hier irgendwo... Vielleicht eine Karte, mit der wir darüber fliegen können. Das ist natürlich ein bisschen doof. So, den machen wir auf jeden Fall mal kaputt. So, easy peasy. Kriegen kein Schlüsselstück? Ich dachte, das ist immer instant. Wieso haben wir jetzt kein Schlüsselstück bekommen?
Ja gut, weiß ich nicht. Zählt das jetzt als grau? Ich muss es mitnehmen, weil ich sonst da nicht durchkomme. Wir haben auf jeden Fall mehr Luck bekommen, sind noch schwächer geworden, als wir sowieso schon waren. Aber da wir sowieso mit unserem Feuer den ganzen Schaden machen, ist ja sowieso alles ganz okay. Das ist genauso wie bei Team Fortress, der Pyromaniac. Der ist auch eigentlich gar nicht mal so stark. Aber dieser Tickschaden, dieser, wie nennt man das denn im Fachjargon? Oh, komm, ich drücke mal überhaupt an. Ich komme da gar nicht an. Was ist das denn? Ich kann den nicht töten. Okay, GG. Dann gehe ich halt hier raus. Ich habe zu viele Leben. Wo habe ich das Leben? Nein, ich habe durch meine Spritze ein Leben bekommen. Oh, das ist ja schlecht. Dafür konnte ich jetzt aber nichts. Dafür konnte ich wirklich nichts. Das ist ja kacke. Habe ich jetzt die Challenge verloren oder nicht? Ah, da sehen wir mal drüber hinweg, ja? Dann nehme ich halt zwei Devil Deals an, wenn wir einen bekommen haben. Was auch voll schlecht für mich wäre, wenn ich Devil Deals mitnehme, aber egal. Oh, man kann nur vier Dinger damit halten, mit diesem Jar. Das ist natürlich auch nicht so cool. Oh, wie nennt man das, wenn die Gegner immer so Ticks bekommen? Wenn sie halt irgendwie vergiftet sind oder so. Da gibt es doch einen Fachausdruck für. Hm. Weiß ich gerade nicht. Das hat auch Timo mit seinen komischen E. Mit seinen Giftpfeilen. Fällt mir aber gerade nicht ein. Hm, komisch. Naja, egal. Lalele. Ist das eigentlich schon die Marm-Ebene? Nein. Noch nicht ganz. Aber fast. Und wir haben eigentlich so viele Bomben, dass wir uns hier eigentlich relativ easy aus den Räumen alle raussprengen können. Sollte eigentlich kein Problem sein. Und vor allem, die haben auch noch Angst vor uns, wenn wir einfach die ganze Zeit abknallen. Weil wir diese vier Shots noch haben. Wie OP ist das denn? Die Challenge ist voll OP. Die ist fast so OP wie die April Fool Challenge, wo man einfach nicht sterben konnte am Ende. Ach man, was ist das hier? Die Challenges sind alle keine Challenges. Die sind alle viel zu stark. Naja, dann ist das halt eine Fun-Challenge. Ach man, falscher Raum. Ich hau ab, tschüss. Au. Tja. Ach so, ich habe die ja gar nicht besiegt. Hilfe, ich sterbe. Oh nein. Auf die habe ich irgendwie gar keine Lust. Ich spreng mich ein bisschen durch. Ich hoffe, ihr habt kein Problem damit, ihr komischen Gegner hier überall. Oh, Geister. Hallo, Geister. Hallo. Na, wie geht's euch? Aber anscheinend sehr gut, sonst würdet ihr mir nicht wehtun. Aber ich habe keinen dieser Steinviecher bekommen. Oh, du bist klein und knuffig und machst trotzdem voll viel Schaden. Arschloch, ey. So ein Blödmann. One makes you small. One makes you tinier. So, was habe ich sonst heute gemacht? Ich habe heute 4,5 Stunden an einer AOE-Session gesessen. Age of Empires. Mit dem Exandros zusammen. Aber auch nur... darf ich nicht... Ja, die Augen sind schwarz, aber das zählt nicht. Ich nehme es nicht mit. Auch nur... Ich hätte eine Stunde früher gewinnen können gegen ihn. Wir haben noch gegen 6 KIs gespielt, die wir als erstes ausschalten mussten. Und dann war aber letzter Mann. Das heißt, man muss auf jeden Fall... Lol. Ah, ich habe das Spiel kaputt gemacht. Woo! Ich kann fliegen. Lol, das hatte ich ja auch noch nie. Geil. Eine mega Trollbombe kann dann einfach out of bounds bringen hier. Wie witzig ist das denn? Ist ja cool. Okay, ich hätte eine Stunde vorher gewinnen können. Aber er hat dann sich irgendwie nochmal irgendwo anders aufgebaut. Und ich hatte voll die schlechten Leute nur, womit ich keine Mauern kaputt machen kann. Und jeder weiß, die heftigsten Mauern bei Age of Empires, 2 übrigens, HD Edition, auf Steam, der weiß, dass man da richtig, richtig schlecht nur durchkommt. Und der hat da überall Burgen und dann kam ich da gar nicht mehr durch. Und dann hat es einfach eine Stunde gedauert, bis ich ihn überhaupt ausgeschalten habe. Am Ende habe ich dann noch nicht gewonnen, weil ich... das können wir eigentlich mal mitnehmen hier. Ist auf jeden Fall weiß und wir haben jetzt eine coole Taschenlampe. Am Ende habe ich gewonnen, weil ich alle Relikte hatte und ihn nicht ausgeschalten habe. Das hätte, glaube ich, noch Stunden gedauert. Aber ja. Das habe ich heute gemacht. Und deswegen kommt diese Folge jetzt auch viel zu spät, tatsächlich. Ich meine, es ist jetzt 20 Uhr eigentlich. Da ist weiß drin, aber ich darf es sowieso nicht mitnehmen. Eigentlich kommen die Folgen immer um 21 Uhr. Aber heute mal nicht, weil Age of Empires viel zu lange gedauert hat. Aber bei Age of Empires merkt man das halt auch gar nicht, wie lange man spielt. Das ist voll tricky. So richtig tricky. So. Man denkt immer, die KI ist voll schnell in dem nächsten Zeitalter. Und am Ende sieht man, oh, die brauchten auch eine halbe Stunde dafür. So, das können wir auf jeden Fall mal mitnehmen. Gibt uns kein schwarzes Herz. Brimsten ist verboten. Das habe ich noch im Kopf. Darf ich also leider nicht mitnehmen. Wäre ein bisschen sehr cool gewesen. So ein, schon wieder Brimsten, by the way. Hatten wir im letzten Part auch schon, ne? Oder im vorletzten. Im vorletzten Part auf jeden Fall. Mit Tammy's Head hatten wir es zusammen.
Also in letzter Zeit kriegen wir echt häufig Brimston. Finde ich witzig. Stimmt, wir können ja durch Sachen durchschießen. Das habe ich ganz vergessen. Wir haben ja das Ouija-Board. Und dazu haben wir auch noch den Schützen als Sternzeichen. Ganz vergessen. Das heißt, wir können durch Gegner durchschießen und durch Sachen durchschießen. Alter, diese ganzen Bomben hier, das sind viel zu viele. Meine Güte. So, ich hoffe aber trotzdem, dass wir irgendwie noch zu Sahash kommen. Also Sahash ist so ein kleines Ziel von mir in der Challenge. Sahash ist ja eigentlich ein easy Boss. Sollte ja kein Problem sein. So, komm mal her, ich habe genug Bomben für dich. Ja, komm, ich komme rüber. Da hast du die Bombe. Alles easy, da hast du noch eine Bombe. Und noch eine, und noch eine, und noch eine. Hier, nimm die ganzen Bomben. Ist vollkommen okay, ich habe genug davon. Ich teile gerne. So. Alles explodiert. Wie sieht der denn aus? Stimmt, das ist auch eine Mod. Hier, dass die Viecher so ganz anders aussehen. Dass die ein bisschen ekliger aussehen. Voll cool, ne? Ich mag das. Ich mag das sehr gern. So, blaues Herzchen wieder. Haben wir schon mal eins von den dreien, das wir haben dürfen. Ich werde jetzt nur zwei blaue Herzen mitnehmen, damit wir insgesamt wieder auf den 6 Leben sind. Weil der da ja irgendwie drauf bestanden hat. Weil sonst ist das ja irgendwie assig. Ich konnte ja nichts dafür, dass ich das rote Herz mitgenommen hatte. Ich konnte ja sonst nicht da durch. Ich musste dieses eine komische, diese gelbe Spritze auf jeden Fall einsammeln. Was echt blöd ist. Oh, ich hasse diese Viecher, ne? Diese neuen Gegner hier sind viel zu stark mit ihrer blöden Blutspur. Ich mag die überhaupt nicht. So, was haben wir hier? Nichts Wichtiges. Dann gehe ich halt wieder und nehme mir ein paar Bomben mit auf dem Rückweg. Ja, alles klar. Wo ist der Boss, ist die Frage. Vielleicht ja hier, nein. Dann gehe ich halt wieder. Wo ist der Boss? Jetzt echt? Der ist irgendwo da hinten rechts? Oh nee, jetzt müssen wir den ganzen Weg wieder zurücklaufen. Und wir haben gleich einfach 99 Bomben. Wir hätten schon easy peasy 99 Bomben, wenn ich einfach alle Bomben mitnehmen würde. Oh, noch ein bisschen Geld. Warum nicht? Springen wir dich nochmal auf für noch ein bisschen mehr Geld. Oh, nix Geld. Kein Geld für uns. Aber wir kommen in den Stachelraum, ohne dafür leben lassen zu müssen. Geil. Und was haben wir hier? Ist gar kein Stachelraum. Ah, ist ein Challenge-Raum hier. Oh, Challenge-Raum in der Challenge. Das passt ja. Das ist ja geil. So, go, go. Ich bin ein Pyromane. Oh. Nur zwei Wellen? Das ist ja voll lame. Oh, was ist das denn? Dim Bulb. I think it's broken. Es gibt auf jeden Fall auch noch eine Glühbirne, die an ist. Die macht nämlich, dass wenn man, glaube ich, Gegner trifft, dass dann von oben so ein Laserbeam runterkommt. Der dann Schaden macht, wie man das ja schon kennt von anderen Items. Und das ist auf jeden Fall sehr stark. Ich weiß jetzt nicht, was... Blau darf ich nicht mitnehmen. Das Weiß... Ah, das ist aber Weiß dran, ne? Das zählt als Weiß. Die Umrandung zählt als Weiß. Ich nehm's mit. I am Soul. Warum nicht? So. Nöp. Nöp. Okay, aber dafür, dass wir Solmik haben, machen wir tatsächlich sehr viel Schaden. Also das hätte ich gar nicht erwartet. Das ist krass. Also selbst mit Zollmilch kann man sehr guten Schaden raushauen. Wir können sogar in den Boss Rush, merke ich gerade. Wir müssen zum Blue Baby, das heißt, wir müssen Polaroid mitnehmen. Und schauen einfach mal, was wir hier Cooles haben. Ja, der Löffel wäre eigentlich ganz witzig. Aber wir lassen's. Wir gehen weiter und hoffen, dass wir zu Sahash kommen. Nach Sahash kann man noch weitergehen in die Kathedrale, oder? Ich glaube schon. Und dadurch, dass wir The Void besiegt haben, haben wir jetzt, glaube ich, auch eine geringe Chance bei irgendwelchen Bossen, zum Beispiel nach Mutters Herz und sowas, auch in The Void zu kommen, wo Delirium ist. Das heißt, das kann auch passieren. Ich habe zwar noch nirgendwo ein neues Void gesehen, außer nach Sahash, wo die Chance hundertprozentig ist übrigens. Aber an sich habt ihr mir eigentlich in die Kommentare geschrieben, dass man jetzt überall die Chance drauf hat. Also bei einigen Bossen. Dass man einfach in The Void kommt. Ich hoffe, das kriegen wir auch noch irgendwie hin. So. Wir müssen jetzt allerdings darauf achten, dass uns jeder Gegner natürlich einen Schaden macht. Das heißt, wir sind relativ schnell tot, auch wenn wir gerade unsere 6 Leben, unsere vollen 6 Leben voll haben. Und natürlich noch unser komisches Jar haben, was uns auch nochmal ein paar rote Herzen gibt. Aber ja, man muss es ja nicht drauf anlegen. Aber Sojamilch ist eigentlich sau stark. Wenn man danach noch ein paar Items bekommt, die halt auch so mega stark sind, die halt irgendwie On-Hit-Effekte machen, dann ist das schon sehr, sehr stark, dass man einfach richtig schnell schießen kann. Vor allem, wir schubsen halt die ganzen Gegner einfach weg. Die kommen ja gar nicht an uns ran. Ja, aber ich finde die Challenge ist eigentlich recht witzig.
So, da ist auf jeden Fall Weiß drin. Das können wir also mitnehmen. Was haben wir hier? Gut, dann haben wir auf jeden Fall unsere drei Herzen wieder. Ich nehme einmal hier Ghost Baby mit. Das andere wird uns halt krass viel stärker machen. Ja, komm. Nehmen wir Book of Belial mit. Dann werden wir ein bisschen stärker. Ist doch auch ganz nett. Das machen wir. So. Mutters Herzebene. Heißt, wir kommen... Ja, das schaffen wir locker. Wir kriegen locker noch Sahash hin. Bin ich gespannt, ob Sahash relativ easy geht mit der Kombo, die wir hier haben. Auf jeden Fall verlangsamen wir Sahash durch unsere Taschenlampe hier. Das heißt, seine Tränen werden uns auf jeden Fall nicht so gut treffen, wie er es gerne hätte. Sollte also relativ easy für uns werden. Oh shit. Allerdings habe ich jetzt nur noch zwei Leben, was echt scheiße ist. Da hier oben ist ein blauer Stein. Den nehmen wir doch einfach mal mit. Wir brauchen alle blauen Herzen, die wir kriegen können. Und ich hoffe, wir kriegen noch ein Lebensupgrade. Ein HP ab. Das wäre ganz cool. Okay, das können wir einmal machen. Wir haben ja genug Schlüssel. Die können wir auf jeden Fall so oft öffnen, wie wir wollen. Und eventuell kriegen wir sogar... Das nervt mich gerade, wie die hier irgendwie liegt. Warte, die packen wir jetzt mal ein bisschen woanders hin. So, hier. So. Und jetzt können wir die eigentlich schieben, ne? Ja. Dann packen wir die einmal in die Ecke. Da ist sie am besten. So, aufmachen. So, aufmachen. Solange da mal Schlüssel drin sind, ist ja alles toll. Ach was, da können sogar Trinkets rauskommen. Hey, jetzt kam da gar nichts. Sie ist kaputt. Nein, ich habe sie kaputt gemacht. So, genug Bomben haben wir auf jeden Fall auch. Die Sache ist halt, wenn uns Sahash eigentlich trifft, dann können wir uns auch... Hä? Nein, wieso habe ich denn... Was ist das denn? Wieso schießen wir so schräg? Nein, das ist ganz schlecht. Wieso schießen wir so schräg? Ach, wegen unserem Trinket. Okay, hab mich gerade schon verwirrt. Durch das Trinket... Aber das ist so ein schwarzes Trinket. So ein schwarzer Ringelwurm. Also den weißen kenne ich ja, aber den schwarzen? Range down. Oh nein, unsere Range war sowieso nicht hoch, aber egal. Den weißen kenne ich ja. Aber dadurch, dass unsere Range sowieso so niedrig ist, waren die Tränen jetzt einfach so komisch schräg nach oben. Das ist ja auch interessant, oder? Ich finde das interessant. Vielleicht kriegen wir sogar noch 99 Münzen hin. Weil die Reichweite von unseren Tränen einfach nicht hoch genug war, um einmal im Kreis zu gehen. Deswegen sind sie einfach nur schräg nach oben gegangen. Interessant, interessant. So, wir haben gar nicht mal so viele Schlüssel. Das ist ein bisschen sad. Das machen wir trotzdem einmal. Vielleicht... Okay, was ist das? Equality. Ich weiß nicht, was Equality macht. Ich nehme es einfach mal mit. Equality ist bestimmt ein ganz tolles Trinket. Können wir auf jeden Fall mal schreiben, was es macht. So. Geheimraum gehen wir auch einmal rein. Equality. Heißt ja einfach nur gleich, oder? Ist einfach nur ein Gleichheitszeichen. Das macht bestimmt, dass wir, wenn wir einen Schlüssel einsammeln, dass auch wir eine Bombe bekommen. Kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Aber wahrscheinlich nicht. Müssen wir gleich mal drauf achten. Aber Trinkets rauszubekommen, was die machen, ist immer so eine Sache. So, kann jetzt mal bitte der Boss kommen? Und wieso sehen die auch so anders aus? What? Okay, egal. Ist mir alles egal, ich töte einfach alles und dann ist alles toll. Oh Gott, wir machen gar keinen Schaden. Das wird ewig dauern bei Sahash. Ewig und 5 Tage, mindestens. Ewig und 6 Tage, was rede ich hier mit 5? Ey, mindestens 6 Tage dauert das. La 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 la, Münzen brauchen wir nicht. Aber, oh, was ist das denn für ein Raum? Habe ich auch noch nie gesehen. Einfach mit 4 Donation-Maschinen drin. Aber du bist eigentlich ganz cool. Komm, wir sprengen dich in die Luft, weil du dich da so cool eingenistet hast. Okay, bringt uns gar nichts. Aber irgendwie, wir machen so gar keinen Schaden mehr, ne? Oh, und... Oh Gott, nein, ich bin echt gestorben! Wie konnte ich denn sterben? Okay, das war ja mega dumm. Das war ja mega dumm. Ich habe 3 Leben verloren, obwohl ich mich heilen konnte mit Pyromaniac. Ich habe nicht auf meine Leben geachtet, ich gebe es zu. Scheiße, ja, aber nochmal möchte ich das nicht machen, tut mir leid. Gut, das war aber die Challenge von AirTech Neo. Die Pyroman Challenge. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen, auch wenn ich jetzt dumm gestorben bin. Wie gesagt, wenn ihr andere Custom Challenges habt, dann gerne in die Kommentare. Ich kann leider nicht meine Statistiken verändern, also wie ich starte, zum Beispiel, dass ich ganz langsam starte oder so. Das kann ich höchstens mit irgendwelchen Items machen, also da müsst ihr dran denken. Aber ich kann einstellen, mit wie vielen Leben ich starte.
Man kann auch einstellen, dass man nur mit einem blauen Herzen zum Beispiel startet. Und ich kann auch einstellen, mit welchem Charakter ich das mache, etc. pp. Und wo ich halt enden muss, blubdiblub. Und ja, wenn ihr Ideen habt, dann gerne in die Kommentare. Werde ich dann gerne spielen. Und dann auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen, bitte. Bis zum nächsten Mal und tschüss.